In der Ausstellung Doppelleben geht es um Künstlerinnen und Künstler, die neben ihrem bildnerischen Schaffen auch ein musikalisches haben. Das heißt, dass sie Musik geschrieben, in den meisten Fällen auch selbst aufgeführt und teilweise sogar produziert haben oder dass sie eben an Bandprojekten beteiligt waren. Und man staunt, wie viele das sind. Das ist ein Phänomen, das zumindest mir in der Zeit vor 1900 noch nicht bekannt ist. Es setzt dann in der klassischen Moderne ein und gewinnt im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung, bis hin zu einer Situation heute, wo wirklich auffallend viele bildende Künstlerinnen und Künstler auch musikalisch aktiv sind. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass das Performative und das Überschreiten der Gattungsgrenzen im 20. Jahrhundert eben eine Bedeutung gewinnen. So you better get ready to go. Im Leben der Künstler ist es oft ein Doppelleben. Manchmal sind die beiden Bereiche mehr miteinander verwoben, manchmal sind sie sehr getrennt. Von vielen Künstlern weiß ein größeres Publikum nicht, dass sie Musik gemacht haben. Wir haben uns aber auch gefragt, welche Rolle das in der Geschichte der reinen Musik spielt. Und da haben wir festgestellt, dass diese bildenden Künstlerinnen und Künstler oft sehr viel unverfrorener an die Sache herangehen. Sie sind sozusagen unbelastet von der großen Tradition der Musik mit all ihren Regeln und Vorgaben. Und das macht sie oft mutiger, radikaler. Und sie haben teilweise Schritte gesetzt, die man sozusagen in der reinen Musik nicht findet. Duchamp zum Beispiel hat den Zufall als Kompositionsprinzip eingesetzt. Rousseau hat Lärmmusik in die Musikgeschichte gebracht. Das waren weder Schönberg noch Stravinsky. Und Moholy Nagy, der Technikbegeisterte, hat schon in den 20er Jahren die Idee gehabt, dass man in eine Platte direkt hineinritzt und sozusagen auf diese Weise Klänge erzeugt. Das ist dann Jahrzehnte später zum Scratching weiterentwickelt worden.